Sehr geehrte Finanzmarkt-Welt-Community, ich lehne mich heute mal weit aus dem Fenster und sage, der Aufwärtstrend im DAX ist vorbei. Wir stehen vor einer Korrektur von mindestens 1000 Punkten, was nicht die Welt ist. Es kann aber auch noch dicker kommen. Warum das Ganze so ist, das möchte ich Ihnen natürlich auch wieder am Chart erklären, denn der Chart zeigt uns ja die tatsächlich getätigten Käufe und Verkäufe, also die Gemengelage aller Marktteilnehmer. Spiegelt sich im Chart wieder. Und daran können wir verschiedene Dinge ablesen. Das möchte ich Ihnen in diesem Video etwas näher bringen. Es wird also wieder esoterisch und es hat aber natürlich mit Esoterik nichts zu tun. Wenn Ihnen das Thema Charttechnik missfällt, schalten Sie am besten jetzt ab. Wenn Sie offen sind für neue Ansichten, dann ist das genau das Richtige für Sie. Oder wenn Sie ohnehin schon Anhänger der Chartanalyse sind. Ich bin ja ein Freund davon, dass man alles zusammenfasst, alles mit in Betracht zieht, was uns irgendwie hilft, eine vernünftige Entscheidung an der Börse treffen zu können. Und deswegen sollte man sich keine Analysemethode grundsätzlich verschließen. Wir haben im DAX die starke Aufwärtsbewegung gesehen. Die ist schon ziemlich alt. Der DAX ist einfach weit gelaufen, zu schnell, zu weit. Und Märkte bewegen sich ja nicht oder nur sehr selten wie an der Schnur gezogen nach oben. Wir haben das Allzeithoch, hatten wir zuletzt erreicht. Das war für mich ein Short im ersten Test. So, hier bei der Aufwärtsbewegung, hier habe ich mich schon positioniert, habe gesagt, der DAX wird wahrscheinlich hier dran abprallen. Dann musste ich mich ein bisschen zügeln, beziehungsweise meine Ansicht etwas ändern, nachdem sich der DAX hier auf hohem Niveau nur fest, ja, seitwärts bewegt hat. Die Käufer haben sich festgekrallt. Es ist kaum Verkaufsdruck entstanden. So, und das war dann ein Zeichen dafür, dass tatsächlich nochmal so ein Ausbruch erfolgen kann. Und der Ausbruch ist erfolgt. Wir haben hier eine recht dynamische Bewegung gesehen, der DAX auf neues Allzeithoch getrieben. Jetzt müssen wir gucken. Eigentlich, das war ein bullisches Zeichen. Der Markt hätte weiter Vollgas geben können. Jetzt müssen wir aber gucken, was aktuell passiert. Diejenigen, die gekauft haben, die sind unter Wasser, weil der Markt direkt abverkauft wird. Und das, was wir hier aktuell sehen, also nach dem Ausbruch, der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt. Die Käufer hätten nur versenken müssen, die Bullen, die auf steigende Kurse spekulieren, die hätten nur versenken müssen. Die haben aber daneben geschossen oder drüber geschossen, weil es ist Verkaufsdruck entstanden. Es ist keiner nachgekommen, ne? Der Nachschuss hat nicht geklappt. Verkaufsdruck kommt in den Markt in so einem bullischen Bild und das ist ein richtig schlechtes Zeichen. Und was man häufig an der Börse sieht, wenn es in die eine Richtung nicht funktioniert, also ne, die Aufwärtsbewegung scheint gescheitert, dann geht es häufig mit brachialer Gewalt in die entgegengesetzte Richtung. Warum ist das so? Eben weil alle, die hier noch gekauft haben, die darauf spekuliert haben, dass der DAX in Richtung 20.000 steigt, die kriegen jetzt langsam Panik. Und all jene, wie ich, die sagen, oh Mensch, das riecht nach einem Ausbruch, die drücken jetzt auf den Markt. All jene, die irgendwo hier unten gekauft haben und sehen, Mensch, wir sind so weit gelaufen, ich will mir ja jetzt nicht die ganze Butter vom Brot nehmen lassen, ich steige aus meinen Positionen aus, ich nehme Gewinne mit. Die drücken jetzt auf den Markt. Und so entsteht oftmals einfach ne, so brachiale Geschwindigkeit nach unten. Was kann den DAX retten? Eigentlich nicht mehr so arg viel. Nein, natürlich schon. Ich sag mal, wenn wir so in Richtung 16.500 Punkte ansteigen, also. Was noch möglich ist, ist so ein leicht höheres Hoch. Das gucken wir uns mal im kurzfristigen Chart an. Hier sehen wir jetzt den DAX im Stundenchart. Und wir sehen hier die Seitwärtsbewegung, die sich zuletzt auf hohem Niveau gebildet hat. Dann kam der Ausbruch nach oben. Der erfolgte dynamisch. Da war alles gut, ja, alles bestens. Mit hohem Volumen. Dann wurde der alte Widerstand wurde zur Unterstützung, wurde hier nochmal angetestet. Alles bestens, alles bullisch. So, und jetzt diese Bewegung. Bam. Wie enden Trends häufig? Es kann sehr gut sein, dass wir maximal noch bis, ich sag mal hier, 16.100
Punkte nach oben laufen und dann abprallen. Und da können kurzfristig Orientierte oder wenn Sie die Möglichkeit haben, kurzfristig auf den Markt zu schauen, achten Sie darauf, was hier oben in dem Bereich 16.050 bis 16.130 Roundabout, was da passiert, wenn da so Schatten oben kommen, ne, hier sowas wie hier, diese Lunden da. Wenn sowas kommt, dann ist das ein klares Zeichen, Achtung, der Markt will nach unten, der Markt wird weiter nach unten gedrückt. Wenn wir diesen Widerstand überspringen, dann sehen wir vielleicht ein neues Hoch. Das wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein leicht höheres Hoch werden, 16,4, und dann wieder Gegenbewegung. Dann sehen wir vielleicht nochmal so ein leicht höheres Hoch. Dieses Szenario sehe ich momentan ja nicht, müssen wir uns darauf einstellen. Das heißt, wenn wir hier shorten, dann müssen wir den Stop-Loss, müssen wir ein bisschen Platz lassen, müssen wir dem Stop-Loss einfach etwas über dem Hoch legen, damit so leicht höhere Hochs hier nach oben nochmal möglich sind. Und daraus insgesamt aus der aktuellen Gemengelage quasi ab jetzt können wir eine gute Trading-Idee rausbasteln mit einem schönen Chance-Risiko-Verhältnis, denn das Ziel hatten wir eben schon angesprochen. Dafür gehen wir nochmal gerade hier auf Tagesbasis. So 14.800, das ist eigentlich so das Mindestziel. Kann aber auch bis 13.800 nach unten laufen. Also Potenzial nach unten ist da. Nach oben ist das Risiko begrenzt. Achtung, Risiko-Money-Management, ganz wichtige Sache. Achtung, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Es kann natürlich alles falsch sein, was ich hier erzähle. Aber aus Erfahrung raus, so wie sich das Chartbild momentan zeigt, haben es die Käufer aktuell sehr, sehr schwierig. Schauen wir uns kurz noch den S&P 500 an als weitere Bestätigung. Auch hier hatten wir zuletzt so einen Widerstand. 4.200 Punkte abgeprallt, hier schon abgeprallt, da abgeprallt, abgeprallt. Dann rangelaufen, auch hier haben sich die Käufer auf hohem Niveau festgekrallt. Eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Elfmeter lag bereit, muss nur verwandelt werden. Aber auch hier sehen wir so ein leicht höheres Hoch. Und der Markt kommt wieder unter Druck. Kein gutes Zeichen. Wenn es in die eine Seite, in die eine Richtung nicht funktioniert, dann gibt es oft schnelle Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung. 3,8, 3,8,40 im S&P 500, die nächsten Ziele nach unten. Das war's für heute schon von meiner Seite. Ich habe noch einen kurzen Hinweis. Ich veranstalte ein Webinar am 31.15. um 18 Uhr. Das Thema ist Vermögen sichern durch Swing Trading. Wenn Sie da Interesse dran haben, dann klicken Sie gerne auf den Link. Ich werde ihn in den Kommentaren hier posten oder bei mir auf dem Kanal. Und da freue ich mich, wenn Sie da mit dran teilnehmen, wenn ich Sie da bei mir im Webinar, im Livestream wohlgemerkt sehen werde.